Als ob! Yo, was geht? Ich weiß, ihr habt euch immer noch nicht an die neue Begrüßung gewöhnt. Ich auch nicht. Ich werde jetzt einfach jedes Video ändern, damit ich euch noch mehr damit ab... Ab ist genau das richtige Stichwort, meine Freunde. Es ist Montag, ich habe keinen Bock mehr, anständiges Geld zu verdienen. Deshalb schaue ich mir einfach wieder deutsche Memes an und versuche dabei nicht zu lachen. Was für ein tolles Konzept, oder? Auf jeden Fall. Da ich selten lache, habe ich jemanden dabei, der die ganze Zeit über alles und jeden lacht. Lukas, stell dich kurz vor. Yo, perfekt, das reicht an der Stelle auch. Ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen uns wieder deutsche Memes an. Ja. Lukas, an der Stelle, wer lacht? Ja. 100 Euro in den Klingelbeutel. Ja, ich kenn's, Digga, alles gut. Ja. 100 Euro, ich sag's dir, wie es ist. Und wenn du es nicht bezahlst, Lukas, dann werde ich in Kasso Groma zu dir schicken. Die brechen dir beide Beine am Nacken. Gut, ich würde sagen, meine Freunde, wir fangen an mit dem ersten Video. 3, 2, 1 und nicht lachen. Man muss noch ein bisschen Vokabeln lernen. Damit ich auch, also ich komme teilweise gar nicht mit. Weiß gar nicht, was teilweise. Wo ist dein Vokabelheft, Mois? Wo ist dein Vokabelheft? Wo ist dein Vokabelheft, Mois? Frag nicht, was. Wir müssen das Ritz-Carlton verlassen. Es wurde Orangensaft verschüttet. Digga. Frag nicht, was für Saft. Turn up! Moin, meine aktiven. Verfluchte Scheiße. Corona halt in oder 20 Jahre lang Kippen rauchen, man weiß es nicht. Jeder normale YouTuber würde das rausschneiden. Monte lässt einfach drin, Digga. Es juckt Digga, Monte nicht. Kann ja auch nicht schneiden, der hat keine Hände. Hallo, kann ich dich kurz stören? Hallo, warte kurz. Verloren. Was war? Was gibt's? Ja. Was machst du hier in der Uni? Ich bin eigentlich wegen dem WLAN da. Also, die haben hier gratis WLAN. DJ. Stark, stark. DJ Khaled is back in the house. DJ Khaled is back. Was hat denn der Bratan wieder gemacht, Digga? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, cringe it in, Digga. Digga, du siehst absolut nicht aus wie DJ Khaled, Junge. Du siehst einfach absolut nicht aus. Du siehst wirklich, also du bist nicht mal so fett wie DJ Khaled. Das ist einfach nur peinlich. Aber korrekte, stabile Frisur, Bro. Ich Digga. Weiß ganz kurz, was du bei der nächsten Mensch Stubere Folge von Insta-Story machst. Bruder, perfekt. Boah, Bruder, DJ Khaled ist back. Was ist Jarak? Kann man das essen oder was? Ja, kann man. Jarak, Mann. Aber Digga, wirklich neuer Track von UFO, absolutes Brett, Digga. Ah. Digga, als ob! Als ob! Als ob! Digga, als ob! No way! Ey, das ist so ein riesen Ding geworden, in den USA auf Deutschrap zu reagieren und jetzt auf Tanzverbot. Ey. Er denkt, er rappt irgendwas. Bro, Bro's going hard, bro. He's going hard. Der sagt einfach gar nichts. I came all the way from Germany just for this delicious burger. Very good, tasty burger. To all my friends in Germany we say, voila, der Burger hat nicht geschmeckt. All my Das sind 100 Euro auf jeden Fall, Digga. Hab's genommen. In Germany we say, voila, der Burger hat nicht geschmeckt. Hi. Hi. Oh, you look so amazing. Where are you from? I'm from my house. What? I'm from Germany. Okay, cool. Oh nein, I like Arme. Your eyelashes. Thank you. Ach, Digga, ist das unangenehm. What your hobbies? What your hobbies? That's it. Oh, bro. Can I see your feet? Wait. Can I see your feet? Aber auf ganz spontan mal hier das Thema gewechselt, random. Digga. Ja, Bro, an der Stelle geht Grüße raus an Orange Morange. Kevin, wir reden nicht drüber. Komm, nächste Video. Deutsche Memes. Xuna. Simon, halt einfach deine Fresse. Wenn mein letzter Schultag als einzige seine Schultage packt. Übrigens den leckeren Gänsebraten, den wir heute essen werden. Was? Den tragen wir auch gerne mal nach oben. Wer bringt... da schnapp ich ihn mir. Oh, Digga, ich hasse jetzt das, ich hasse das. Bei mir immer. Was hast du da? Weingummi mit Schein? Mhm, danke. Bin lecker, probier mal. Hä, warum? Würde ich niemals ausgeben dafür. No, ist so. Front jetzt an die ja, sehe ich genauso. Pinke Boxershorts, check. Ausführung wie ein Dulli, check.
Damit habe ich den Job safe. Es tut mir im Herzen gut, ein paar absolute Volltrottel wie diese beiden Loredana, Alter. übers Ohr zu hauen. Direkt die Eltern. Hast du deine Eltern früher wegen Sandmann geschlagen? Des Öfteren, ja. Haben deine Eltern dich früher geschlagen wegen Sandmann? Nee, das... Doch. Nee, wer ist er denn? Bisschen zu viel Kaffee getrunken den Tag, oder was? Glaube ich jetzt einfach nicht, dass es so ist. Bevor ich ins Loch steige, erbitte ich bei Gott den Segen. Nur er kann uns beschützen. Safe. Das wird Hellstrom. Sido? Das Sido? Ist Alemannia, Digga. Bester Mann. Ich liebe den. Ich hab diese Bilder im Kopf. Einfach so ein Fremder, der arme, Digga. Nein, nein, lass mich nicht. Walla, unsere okay. Moschee. Puff. Und da Spilo. Allah. Okay. Allah! Was ist das? Ja, immer, Mann, immer, ich schwöre immer, es! Immer, Digga. Nur, dass ich halt nie so eine Rüstung hab und oft mit, auf Stock mit dem Kopf. Also. Ja. Ey! Das hab ich so oft! Immer, man geht so zu Revo Digga. Oder so und steht vor der ja. Tür. Ah, Digga, Müll, Alter! Und dann immer so mit T-Shirt. Und dann sagt der Mitarbeiter, das geht leider nicht. Das geht leider nicht. Stehen bleiben! Ja! Ich hasse. Da muss man durchgreifen! What? Das war ich nicht! Ich schwöre, ich hatte die Hände nicht an meiner Maus und Tastatur! Das muss jemand gewesen sein! Das also muss jemand. Ich bin mich selbst erschrocken! Ich hab nicht ge***t! Ich hab nicht ge***t! Zieh deine Schutzbrille an! Dass ich so gut in dem Spiel bin, also das überrascht mich selber. Ja. Nein! Stark, Max. Ja, wieso Rolex? Warum hast du die Hausaufgaben nicht gemacht? Ich gerne zu Hause, Digga, vor meinem PC, zock eine Runde, Digga, und chill mein Leben. Und ich möchte ja, eigentlich so wenig wie möglich machen. Ja. Pass auf. Also die Routen kriegen wir hier nicht rein, ne? Die kenn ich, Digga. Route so. Eine Route kriege ich rein. Und ja, Jens sitzt seitdem, glaube ich, im Gefängnis, wenn ich mich richtig erinnere. Ja! Ja! Seid ihr ready? Habt ihr Bock? Nächstes Jahr Bonets im Angelcamp. Sprachen lernen, Bubble. Nein. Perfekt, Bonets. Hi, mein Name ist... Nein. Hättest du... Nein, nein! Alter, das bin einfach ich. Nein! Digga, der Hund ist so geil. Ey, wir haben aber eins vergessen. Sascha ist auch danach aufgehört. Fixi Hartmann, vielen lieben Dank, sagt Claudia. Fixi Hartmann, danke dir. Und vielen Dank, sag ich dir. Jetzt rauf ich's erst. Digga, Digga. Oh mein Gott. Ey, Junge, das ist. Oh Mann. Was willst du am meisten vermissen im Camp? Definitiv die ganze Crew. Ich betäube meine Seele. Sieht schon sehr knusprig aus und würde jetzt schon reinbeißen. Okay, einer geht noch, komm. Einer okay, geht Digga. Noch. Einer geht ja, noch. Ja, ja. Digga, mir ist mal aufgefallen, wie viele YouTuber zugenommen haben, ne? Ja, I Cry Max. Was ist das für ein Intro? Kylie Jenner. Schuh Kylie. Sag mal was, du Kachba. Ich höre dich nicht, du Kachi. Ja, Selemi, sag was. iPhone-Display ist kaputt. Er weiß an mein Jeans. Heute wieder Aufbauseminar mit Dardan. Gar kein Bock. Hure sind auch nur Frauen. Gut, gut gemacht. Jetzt kommt ab Intro, oder? Ja, Mann! Lass mich dir beweisen, dass ich ein Gangster bin. Ich mach, was du willst. Digga, guck mal, wenn ich dir jetzt noch eine Wumme in die Hand gebe, knallst du dir die eigenen Füße weg, Alter. Knallst du dir die eigenen Füße weg, Alter. Gut, das ist natürlich jetzt, also, dass da jetzt sowas passiert ist, Okay.
Diese Mucke dazu, Alter. Bro, die bremsen jetzt, die bremsen jetzt. Oh, ne. Boah. Tschüss. Boah. Wenn sie Bruder und Digger sagt, ja. Würdest du? Nee. Doch. What's the best way to show you? Maybe like this. If I hold it, let me hold it to my... Look. Okay, I see. One card. You said the four of hearts? No, four hearts, yeah. No, what card did you say? Five hearts. Was laberst du da, Junge? But yeah, wait a minute. Look. Huh? It's funny you said five of hearts because that's the only card in the deck. See, I don't have any other cards. You thought of the only card in the deck. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, was laberst du da? Wird einfach so aggressiv, Digga. Sei mal ehrlich, wie willst du ins Paradies kommen, wenn du dieses Lächeln kennst? Das war Mia Khalifa. Digga, also das ist ja mal... Nashua Nil, erstmal, Wallah schmeckt gut. Schmeckt dir? Hat geschmeckt, Digga? Hat geschmeckt? Ja, normal. War Schwein. Oh, wow. Oh, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, das also war wieder mal auf einem anderen Planeten wild. Grüße geht raus an die drei Ersteller, die natürlich in der Videobeschreibung sind. Lukas, ich glaube, dein Saldo steht momentan bei 4.820 Euro, die du einer beliebigen Familie überweisen musst. Wie kommt man auf so eine Ich verstehe, egal. Lukas, du, ich werde dir später die Bankverbindung durchgeben und ich bin an der Stelle raus. Warte ganz kurz.